Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf ganz herzlich begrüßen zu unserer öffentlichen Anhörung, darf zu meiner Linken die parlamentarische Staatssekretärin Sabine Weiß ganz herzlich begrüßen und weitere Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung. Meine Damen und Herren, in der heutigen öffentlichen Anhörung beschäftigen wir uns mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Transplantationsgesetzes, Verbesserung der Zusammenarbeit und der Struktur bei der Organspende sowie dem Antrag der Fraktion der AfD, Zahl der freiwilligen Organspender in Deutschland erhöhen, Spendebereitschaft als Ehrenamt anerkennen, und dem Antrag der Fraktion der FDP, Chancen von altruistischen Organen Lebensspenden nutzen, Spenden erleichtern. Die Organspendebereitschaft in Deutschland ist im internationalen Vergleich nicht sehr hoch. Nach den Organspendeunregelmäßigkeiten ist sie sogar stark gesunken. Allerdings, und das ist erfreulich, wird für das Jahr 2018 zum ersten Mal seit langem eine Erhöhung der Spenderzahlen verzeichnet. Bundesweit haben 955 Menschen nach ihrem Tod ihre Organe für schwerkranke Menschen gespendet. Das entspricht 11,5% Spender pro 1 Million Einwohner im Vergleich zu 2017. Wo wir 797 Spender hatten, ist dies ein Anstieg von knapp 20%. Und wir bemühen uns, dass diese Zahlen weiter deutlich nach oben gehen. Gleichwohl sieht die Bundesregierung nach wie vor Handlungsbedarf. Sie will mit der Änderung des Transplantationsgesetzes die Strukturen des gesamten Organspendeprozesses und damit verbunden auch die Finanzierung der Transplantationsbeauftragten in den Kliniken und die Vergütung der Krankenhäuser verbessern. Gleichzeitig soll durch einen Rufbereitschaftsdienst garantiert werden, dass in jedem Entnahmekrankenhaus jederzeit der Hirntod festgestellt werden kann. Durch die Einführung eines neuen Qualitätssicherungssystems sollen künftig Aussagen über die Identifizierung von potenziellen Organspendern ermöglicht werden. Einen ganz anderen Ansatz verfolgt die AfD. Sie will die Spendebereitschaft beispielsweise durch die Ausgabe von Ehrenamtskarten fördern. Mit dieser Ehrenamtskarte soll der potenzielle Spender Vergünstigungen aller Art, beispielsweise verbilligte Eintrittskarten, erhalten. Die Fraktion der FDP beschäftigt sich in ihrem Antrag mit der Organlebenspende, also mit Nieren- und Leberspenden. Die FDP will den Spenderkreis für die Lebensspende erweitern, denn das Gesetz legt derzeit fest, dass eine verwandtschaftliche Beziehung oder ein besonderes Näheverhältnis von Spender und Empfänger nachgewiesen werden muss. Nur dann ist eine Lebensspende erlaubt. Geändert werden soll durch die Regelung, dass die postmortale Spende der Lebensspende vorzuziehen ist. Zu diesen verschiedenen Ansätzen, die Organspendezahlen zu erhöhen, werden wir heute die Meinung der Expertinnen und Experten hören. Bevor wir anfangen, kurz einige Erläuterungen zum Ablauf. Für die Anhörung stehen uns 90 Minuten zur Verfügung. Nach Stärke werden diese 90 Minuten auf die Fraktionen verteilt. Das heißt, die CDU-CSU hat 31 Minuten, SPD 19 Minuten, die AfD 12, die FDP 10 und die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen jeweils 9 Minuten. Ich darf alle Fragenden und die Sachverständigen bitten, sich möglichst kurz zu fassen, damit viele Fragen gestellt und beantwortet werden können. Bitte darum, dass das Mikrofon benutzt wird und dass der Name und der Verband genannt wird, damit also auch die, die nicht hier im Raum sitzen, mitbekommen, wer fragt und wer antwortet.
weise darauf hin, wenn man Mobiltelefone hört, dass das also 5 € kostet für einen guten Zweck. Und wir sammeln das Geld dezent ein. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet wird und zeitversetzt im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Die Anhörung kann auch in der Mediathek des Deutschen Bundestages angehört werden. Und es gibt ein Wortprotokoll auf der Internetseite. Und zum Abschluss noch der Hinweis, weil es ja parallel zu diesem Gesetz und den Anträgen auch eine Diskussion im Bundestag und in der Öffentlichkeit gibt zur Widerspruchs- und zur Zustimmungslösung, dass das an anderer Stelle diskutiert und gefragt wird, dass wir uns heute auf die beiden Anträge und den Gesetzentwurf konzentrieren. Dann darf ich das Wort erteilen an den Kollegen Michael Henrich für die erste Frage. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich würde meine erste Frage an den Einzelsachverständigen Professor Braun richten. Mich würde interessieren, wie Sie das beurteilen mit den strukturellen Veränderungen, ob der Gesetzentwurf tatsächlich geeignet ist, dass man die Zahl der Organspenden erhöhen kann. Ich finde den Gesetzentwurf. Herr Professor Dr. Braun, ich darf Ihnen das Wort erteilen. Entschuldigung. Also, ich habe das ja letztes Mal schon gesagt bei der Anhörung. Also, wir setzen große Stücke auf die Selbstverwaltung. Aber die Selbstverwaltung schafft nicht alles allein. Manchmal braucht man auch sozusagen den Bundestag, um Dinge zu regeln. Ich halte den Gesetzentwurf erstmal schon für sehr gelungen. Die wesentlichen strukturellen Maßnahmen sind aufgegriffen und ich finde es auch sehr gelungen, dass es eben nicht, sage ich mal, jetzt mit Widerspruchslösungen den Dingen gemischt wird, sondern man jetzt wirklich einmal an die kostendeckende Finanzierung geht, eben auch an die, sage ich mal, Wertschätzung der Transplantationsbeauftragten. Und eben entsprechend auch, dass man für die breite Versorgung eben auch dann entsprechend Ärzte zur Verfügung stellt, die in der Lage sind, die Hirntoddiagnostik durchzuführen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke. Ja, ich würde gerne den Kollegen Dr. Götz-Gerresheim fragen, Einzelsachverständiger. Sie kommen ja aus einem etwas kleineren Krankenhaus als der Vorredner und deswegen würde mich Ihre Einschätzung interessieren, speziell zur Rolle der Transplantationsbeauftragten, den verbindlichen Vorgaben für deren Freistellung. Wie beurteilen Sie diese Stellung der Transplantationsbeauftragten? Vielen Dank. Das Wort hat Herr Dr. Gerresheimer. Ich sehe das ähnlich wie Professor Braun. Die Freistellung der Transplantationsbeauftragten vor Ort ist unabdingbar, um die Steigerung die gewünschte Steigerung der Organspendezahlen zu erreichen. Es braucht letztendlich Köpfe und Kümmerer vor Ort in der Erkennung der Spender, in der Meldung dieser Spender und vor allen Dingen in der Betreuung der Angehörigen und diesen schwierigen medizinischen und medizinethischen Entscheidungen am Lebensende. Und diese Funktion füllt der Transplantationsbeauftragte aus. Und hierfür muss Raum gegeben werden und hierfür muss auch Zeit gegeben werden. Das ist bis anhin nicht der Fall, respektive nicht in allen Häusern der Fall. Es ist meist so, dass man diese Stelle durchaus nebenher ausfüllen muss, dass die Aufgabe des Transplantationsbeauftragten Arztes häufig per Delegation aufgetragen wird. Und eben in Zeiten, in denen in Kliniken zunehmende Arbeitsverdichtung herrscht, indem wir uns schlicht an ganz vielen Stellen um den klinischen Alltag kümmern müssen und die Realisierung einer Organspende ist eben selten und nicht alltäglich, ist hierfür zu wenig Raum. Und deswegen halte ich die Freistellung und auch die definierte Freistellung nach Anzahl der Intensivbetten für sehr sinnvoll. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt aus der CDU-CSU-Fraktion Stefan Pilsinger. Ich habe eine Frage an den GKV-Spitzenverband und die Bundesärztekammer. Um kleinere Entnahmekliniken besser zu unterstützen, soll flächendeckend ein neurologischer, neurochirurgischer, konziliarärztlicher Rufbereitschaftsdienst eingerichtet werden. Wie bewerten Sie die vorgesehene Regelung und gehen Sie bitte dabei auch auf eine mögliche Umsetzung ein? Ja, vielen Dank, Herr Dr. Leber, Sie haben das Wort.
Lieber GKV-Spitzenverband, wir begrüßen die Aktivitäten zur Stärkung eines solchen Konsiliardienstes, meinen natürlich, dass der nur vor allen Dingen für die kleinen Kliniken notwendig ist und nicht für die Großstädten, wo ja sozusagen die Neurologen im eigenen Haus sind. Macht, glaube ich, wenig Sinn, über eine externe Organisation den eigenen Neurologen im Haus mit herbeizuziehen. Ob man unbedingt eine neue Organisation braucht, da haben wir Zweifel. Wir haben bereits eine ganze Menge von Organisationen in diesem kleinen Transplantationsbereich von Eurotransplant, DSO und Überwachungsprüfungskommission. Warum jetzt noch unbedingt eine zweite DSO eingerichtet werden muss, daran haben wir gewisse Zweifel. Wir glauben, dass dieses auch zumindest 2 Jahre dauert, bis diese in Funktion sein kann. Und der Bruch zu den bisherigen Verträgen wird wahrscheinlich auch erstmal zu mehr Schwierigkeiten und nicht dazu führen, dass das Ganze, einfacher läuft. Es gibt eine weitere Problematik, dass bisher die PKV-Beteiligung an diesem Bereich freiwillig ist. Dazu vielleicht noch mal nachher mehr auf Anfrage. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Montgomery. Ja, Herr Montgomery, Bundesärztekammer, wenn man im Gesetz festhält, und das begrüßen wir, dass es eine gesetzliche Verpflichtung gibt, den irreversiblen Hirnfunktionsausfall festzustellen, muss man auch ein Instrument schaffen, wie das gelingt. Wir haben in Deutschland über die Hälfte der Krankenhäuser ohne eigene Abteilung für Neurologie, Neurochirurgie oder Neuropädiatrie. Das heißt, wir müssen denen einen Service zur Verfügung stellen, wie sie ihrer Verpflichtung, ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachfolgen können. Deswegen begrüßen wir die Vorschriften, die im Gesetzentwurf vorgesehen sind. Wir haben auch kein Problem mit der Umsetzung, anders als mein Vorredner, den ich ansonsten sehr schätze und von dem ich auch hoffe, dass er am Ende auch diesen neurologischen Konsiliardienst ausreichend, auskömmlich und vernünftig finanzieren wird. Ist für uns besonders wichtig, dass die Entnahmekrankenhäuser diesen Dienst zur Verfügung gestellt bekommen. Wir stehen auch nicht an, in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren zu fragen, ob nicht auch eine der Trägerorganisationen, wie zum Beispiel die Bundesärztekammer, auch als Träger hierfür in Frage kommt. Ich teile allerdings die Auffassung von Herrn Leber, dass die im Gesetz vorgesehene Frist bis Ende des Jahres bei den Problemen, die man mit dem Einrichten hat, wahrscheinlich zu kurz bemessen sein wird und würde dafür plädieren, uns hier ein wenig mehr Zeit zu geben. Aber ich glaube, dass wir auf der Ebene der Selbstverwaltung hier eine Lösung hinbekommen, die dann einen guten Service darstellt. Das gibt es übrigens bereits als Vorläuferorganisation, zum Beispiel im Land Nordrhein-Westfalen, gibt es derartige Konsiliardienste bereits. Da kann man mal hingucken, wie man das machen sollte. Und das wäre für alle Beteiligten vernünftig und sehr sinnvoll im Sinne des ganzen Transplantationsprozesses. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Lothar Riebsam. Ich habe eine Frage an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Entnahmekrankenhäuser werden ja künftig für den gesamten Prozessablauf besser vergütet. Wie bewerten Sie diese Neuregelung und gehen Sie bitte auch auf die bisherige Situation ein? Herr Baum, Sie haben das Wort. Baum, DKG. Ja, grundsätzlich ist das natürlich eine sehr positive Ausrichtung. Ich würde mal sagen, die Krankenhäuser waren bislang fordernd eingebunden, um den Spendeakquirierungsprozess auch vollumfänglich zu realisieren. Die Förderung ist mit der Vergütung, die die Krankenhäuser am Ende erhalten haben, die ja eine ganz enge Selbstkostendeckungskalkulation zugrunde gelegt hat, natürlich nicht in dem Umfang, wie tatsächlich Aufwendungen entstanden sind, erfolgt. Das erfolgt jetzt. Die unterschiedlichen Komponenten des Prozesses werden eigenständig mit Vergütungskomponenten aufgerufen und können damit kostendeckend belegt werden. Wenn man es im Großen sieht, erhalten die Krankenhäuser heute für den Spendenprozess, sage ich mal, als Spendeaufkommenprozess insgesamt vielleicht 25 Millionen, einschließlich der Summen für die TX-Beauftragten. In Zukunft liegt der Betrag an die 60 Millionen. Das heißt, es wird eine deutliche Vergütungsverbesserung vorgenommen. Das gilt insbesondere für den Zuschlag
dass das 2,5-fache der bisher kalkulierten Werte den Krankenhäusern pro Fall gewährt wird. Das sind deutliche Verbesserungen, sodass die finanziellen Rahmen jetzt weitestgehend, ich sage mal, gut sind. Wir hätten uns nur gewünscht, dass bei diesem Diagnose, bei der Diagnosegrundpauschale auch die teuren Kosten der Diagnostik explizit weiter erwähnt bleiben, wie es im Referentenentwurf ursprünglich mal vorgesehen war. Also ansonsten kann man es nur als eine wesentliche Verbesserung gegenüber Status quo einschätzen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Tino Sorge. Ja, mich würde interessieren, also meine Frage geht an Junge Helden e.V., Frau Summ, und mich würde interessieren, wie Sie den vorliegenden Gesetzentwurf beurteilen und insbesondere, ob Sie dadurch eine Stärkung der Organspende in Deutschland erwarten. Vielen Dank, Frau Summ, Sie haben das Wort. Ja, Anna-Barbara Summ von Junge Helden. Ja, wir empfinden den Gesetzentwurf auf jeden Fall als einen wichtigen und richtigen Schritt, um quasi eine Kultur der Organspende in Deutschland auch zu etablieren. Wir sehen mehrere Punkte als sehr wichtig an, vor allem aber der Umgang mit den Angehörigen, die wir in unserer Arbeit, in unserer Aufklärungsarbeit immer als sehr wichtig empfinden, um quasi die möglichst positiven Erlebnisse mit der Organspende auch weiterzutragen und sozusagen als Botschafter für die Organspende und Organtransplantation fungieren zu können. Das ist für uns ein großer, wichtiger Punkt, der hier stark gemacht wird. Und daher gehen wir stark davon aus, dass diese strukturellen Verbesserungen, die ja immer wieder diskutiert wurden und die ja hier von den Sachverständigen auch unterstützt werden, langfristig die Zahlen tatsächlich erhöhen werden. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dietrich Mondstadt. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Dr. Gerresheim. Wird es durch den vorgesehenen neurologisch-neurochirurgischen konsiliarärztlichen Rufbereitschaftsdienst gelingen, kleinere Entnahmekliniken, also kleinere Krankenhäuser bei der Feststellung des Hirnfunktionsausfalls besser zu unterstützen? Vielen Dank, Herr Dr. Gerresheim. Sie haben das Wort. Wenn Sie die Frage so formulieren, ist das richtig? Es wird die kleineren Krankenhäuser besser unterstützen. Kollege Montgomery hat das deutlich gemacht. An vielen kleineren Häusern gibt es keine Neurologie und wir haben nicht die medizinische Expertise und auch die apparative Ausstattung, nach den Richtlinien der Bundesärztekammer den irreversiblen Hirnfunktionsausfall festzustellen. Somit ist ein neurologischer Konsiliardienst sehr wünschenswert, um das 24/7 rund um die Uhr zu sichern. Ich möchte dennoch an der Stelle unterstreichen, die Stufe 1 ist zunächst einmal den potenziellen Spender zu erkennen und den mutmaßlichen Willen dieses potenziellen Spenders oder des versterbenden Menschen zu formulieren, ob er dann eine Spende möchte. Das heißt, bevor wir überhaupt an den Punkt der Hirntoddiagnostik kommen, liegt erstmal die Aufgabe, diesen Spender zu erkennen. Und festzuhalten ist auch, das können wir mit Zahlen relativ klar belegen, dass in dieser ersten Stufe sehr viele potenzielle Spender nicht erkannt werden. Somit ist die Kombination, die im Gesetz abgebildet wird, meines Erachtens sehr zielführend. Für die erste Stufe braucht es den Transplantationsbeauftragten und dessen Zeit. Ist dies geschehen? Für die zweite Stufe braucht es einen neurologischen Konsiliardienst. Für die kleinen Häuser, die das nicht flächendeckend abbilden können. Ja. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Professor Dr. Schmidtke. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an das Netzwerk Spenderfamilien für Angehörige und Freunde von Organspendern. Es wird ja in Zukunft auch der Austausch von anonymen Schreiben zwischen Organempfänger und den nächsten Angehörigen der Organspender verbindlich geregelt werden. Wie beurteilen Sie diese Regelung? Frau Wolf, Sie haben das Wort. So. Ja, mein Name ist Anita Wolf von dem Netzwerk Spenderfamilien für Angehörige und Freunde von Organspendern. Und wir begrüßen das sehr, dass diese anonymisierten Briefe, also diese Briefkontakte wieder aufgenommen werden sollen. Denn gerade dieser Austausch ist unheimlich wichtig, nicht nur für die Patienten, sondern eben auch für die Angehörigen, damit sie erfahren, ist das
Organ, was jetzt tatsächlich der Angehörige, in meinem Fall war es mein Mann, auch angekommen ist. Ist es gut gelaufen? Wie wird es empfunden? Und insofern ist das eine unheimliche positive Sache. Auch jetzt sage ich mal, wir sind ja Trauernde als Hinterbliebenen. Und wir sehen das als unheimlich, als tröstlich zu erfahren, dass wir unsere Entscheidung, die wir dann vielleicht auch sogar im Namen des Verstorbenen gemacht haben, auch gut angekommen ist. Dass man hier also auch einen Trost empfindet und die Trauer, sage ich jetzt mal, viel schneller überwinden kann. Denn das ist für mich eigentlich oder für uns eigentlich das Wichtigste. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke. Und zwar an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, Herrn Baum. Herr Baum, in der DKG-Stellungnahme fordern Sie, dass eine Meldung des potenziellen Organspenders an die DSO nicht erfolgen sollte, wenn dem behandelnden Arzt oder dem Krankenhaus schon ein Widerspruch gegen eine Organspende bekannt ist. Könnten Sie uns das noch mal näher erläutern? Herr Baum, ja, Sie haben das Wort. Herr Baum, es ist ja logisch und, glaube ich, von niemandem gewollt, dass im Falle des vorliegenden Neinsagens trotzdem die Hirntoddiagnostik erfolgt und später auch eine Meldung erfolgt. Insofern haben wir nur die Sorge, dass durch die Änderung des Paragraphen 9a und die Veränderung von Bezügen Rechtsunsicherheit in der nackten juristischen Interpretation entstehen könnte, dass selbst in diesen Fällen, wo eine Nichtzustimmung vorliegt, die Hirntoddiagnostik gemacht werden soll. Und in der Begründung des Gesetzes wird auch darauf hingewiesen, dass das nicht der Fall sein soll. Es wäre aus unserer Sicht wichtig, das im Gesetz klarzustellen. Also es handelt sich mehr um einen gesetzestechnischen Klärungswunsch. In der Sache sind sich, glaube ich, alle im Klaren darüber, dass wo keine Zustimmung ist, natürlich auch das nicht erfolgen soll. Vielen Dank. Stefan Pilsinger. Ich habe eine Frage an den Verband der Universitätsklinika Deutschlands e.V. Zusätzliche Verbesserung für die Organspende soll es für Entnahmekrankenhäuser zusätzlich einen Zuschlag als Ausgleich dafür geben, dass ihre Infrastruktur im Rahmen der Organspende im besonderen Maße in Anspruch genommen wird. Wie beurteilen Sie diese Maßnahme? Frau Höchstetter, Sie haben das Wort. Höchstetter, VUD. Der Gesetzentwurf sieht ja neben den differenzierten Pauschalen für die einzelnen Organspende-Prozessschritte darüber hinaus auch einen zweifachen Ausgleichszuschlag für die Inanspruchnahme der Infrastruktur vor. Das sind zum Beispiel Vorhalten von OP-Kapazitäten bzw. Inanspruchnahme der Intensivbettkapazität. Und gleichzeitig ist im Gesetzentwurf der Finanzierungsweg geregelt. Somit leistet also dieser Gesetzentwurf einen ganz wichtigen Beitrag, dass die Vorhaltungen und die kostenintensiven Leistungen der Organspende nicht mehr zulasten der Krankenhäuser erfolgen. Es ist ja zu berücksichtigen, dass die Organspende selten ist und daher sich kaum Routine einstellen kann. Lediglich eine Kleinigkeit, die auch Herr Baum von der DKG schon angesprochen hat, bei der Pauschale zur Hirntodfeststellung sollte eine Klarstellung erfolgen, dass diese auch die diagnostischen apparativen Leistungen erfolgt, wie der Referentenentwurf. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Tino Sorge. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Bundesverband der Organtransplantierten und die Deutsche Stiftung Organspende. Mich würde interessieren, wie Sie die Forderungen nach einer besseren psychischen bzw. psychosozialen Betreuung der Angehörigen von Organspendern einschätzen. Herr Tapp, Sie haben das Wort. Ja, Burkhard Tapp vom Bundesverband der Organtransplantierten. Prinzipiell ist es eine berechtigte Forderung, weil auch eben die Angehörigen unter der Situation während der Hirntodfeststellung und auch der Entscheidung, ob eine Organspende erfolgt, sicherlich leiden. Da geht jeder sicherlich anders darum mit um. Allerdings sehen wir keine Möglichkeit, das im Rahmen des Transplantationsgesetzes aufzunehmen, weil da sind die Transplantationszentren ja gefragt und die wenigsten Organspender befinden sich in den Transplantationszentren und in den Entnahmekrankenhäusern, in den sogenannten kleinen Häusern, gibt es eher nicht die fachliche und personelle Expertise, da entsprechend Hilfestellungen zu geben.
Das ist in den Transplantationszentren in den meisten Fällen anders, auch wenn es da personelle Engpässe durchaus gibt. Sehen wir da die fachliche Expertise. Da kommen wir eigentlich auf einen Punkt, den wir in unserer Stellungnahme auch formuliert haben, nämlich, dass eben die Angehörigen der Wartepatienten und auch der Transplantierten dort berücksichtigt werden sollen. Im Moment steht ja in Paragraf 10 Absatz 2 Nummer 7, dass die Patienten vor und nach Transplantationen versorgt werden sollen, die Angehörigen, die aber eine entscheidende Rolle im Prozess der Begleitung der Patienten darstellen und auch in der Gesundung und im Einhalten der verordneten ärztlichen Maßnahmen eine wesentliche Rolle spielen und damit letztendlich dem Gesundheitssystem Kosten ersparen. Die sind nicht berücksichtigt, obwohl sie darunter leiden. Wir haben dazu eine Umfrage gestartet bundesweit. Die Ergebnisse finden Sie auch in der Stellungnahme. Ich will nur zwei Sachen nennen. 24% der damals Gefragten haben den Wunsch, aktuell eine psychologische Betreuung zu erfahren, und 51% bei Bedarf. Soweit erstmal. Vielen Dank. Die nächste Frage beantwortet Herr Dr. Ramel. Axel Ramel von der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Wir betreuen ja jetzt schon, weil wir das als besonders wichtig ansehen, in den Regionen die Angehörigen von Organspendern nach einer Organspende mit verschiedenen Wegen, indem wir Treffen dieser Angehörigen organisieren. Deswegen begrüßen wir außerordentlich, dass in dem Gesetzentwurf, und ich beziehe mich jetzt tatsächlich auf die Betreuung von Angehörigen und anderen, die da bei dem Organspendeprozess neben den nächsten Angehörigen, wissen Sie, sind ja auch andere berechtigt, Zustimmung zu geben zur Organspende, dass für die eine Betreuung erfolgt und dass das jetzt gesetzlich geregelt wird. Also ein sehr wichtiger Schritt. Sie dürfen nicht vergessen, die Todesfälle, von denen wir hier sprechen, das sind ja bei der Organspende alles immer plötzliche Todesfälle. Das sind ja eben gerade nicht chronisch Kranke, die am Ende eines langen chronischen Krankheitsprozesses versterben, sondern das sind immer unerwartete Ereignisse, sei es eine Hirnblutung, sei es ein Unfall, der dazu geführt hat, also immer unerwartete Ereignisse, häufig auch eben jüngere Menschen. Insofern ist diese Betreuung der Angehörigen aus unserer Sicht sehr wichtig und wir begrüßen außerordentlich, dass das im Gesetz jetzt formalisiert wird. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Ich richte meine Frage an den Verband der privaten Krankenversicherung und an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Vom GKV-Spitzenverband Bund wurde ja schon angemahnt, dass sich die privaten Krankenversicherungen nur freiwillig an den zusätzlichen Kosten beteiligen würden, die dieser Gesetzesentwurf hervorrufen würde. Da würde mich interessieren, wie sich die Situation aus Ihrer Sicht darstellt. Herr Dr. Loskamp, Sie haben das Wort. Ja, Loskamp, Verband der privaten Krankenversicherung. Vielen Dank für die Frage und die Möglichkeit, hier vielleicht auch einige im Raum stehende Missverständnisse klarstellen zu können. Die privaten Krankenversicherungen beteiligen sich ja bisher vollständig an allen Kosten, die im Rahmen der Organentnahme und Organtransplantation anfallen, genau wie in der gesetzlichen Krankenversicherung auch. Wir haben hier ein System, wo über Einzelpauschalen hinter ein Gesamtbetrag erstellt wird, der von der DSO dann von den Krankenversicherungen eingefordert wird, die den Spender als Versicherten haben und die letztendlich auch bezahlen müssen. Wir haben hier also einen etwas anderen Weg als üblicherweise bei der Finanzierung von Krankenleistungen, weil das Krankenhaus, also hier ist der Name Krankenhaus, sich nicht direkt an die Krankenversicherung wendet, sondern der Finanzierungsweg läuft über die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Das muss auch so sein, weil das Krankenhaus den Empfänger nämlich gar nicht kennt und deshalb sich auch nicht an die Krankenversicherung wenden kann, bei der der Empfänger versichert ist. Die einzelnen Blöcke, aus denen dieser Gesamtbetrag zusammengesetzt sind, sind Pauschalen, bei denen dann unter anderem der Transplantationsbeauftragte drinsteckt, bei denen die Hirntoddiagnostik drinsteckt, bei denen auch das neu eingerichtete Transplantationsregister als einen Anteil drinsteckt. Und all diese Pauschalen zahlt die PKV selbstverständlich. Wir haben auch bei dem neu eingerichteten Transplantationsregister
diese neue Pauschale ohne irgendwelche Kommentare natürlich übernommen. Und die Beträge werden ja von den Vertragspartnern im Einvernehmen mit der PKV dann jährlich neu festgelegt in einer Vereinbarung. Das läuft auch immer ganz reibungslos ab. Insofern haben wir aus unserer Sicht ja ein sehr gutes Verfahren, wo dann auch leistungsbezogen die Pauschalen bei dem Versicherungsunternehmen bzw. der Krankenversicherung abgerufen werden, die zuständig ist. Und wenn wir in der Zukunft aufgrund des Gesetzes hier erhöhte Beträge haben werden für die Finanzierung der Transplantationsbeauftragten, auch für die Finanzierung der Hirntodfeststellung, dann werden die Pauschalen an dieser Stelle dann höher sein und die wird die PKV selbstverständlich dann noch finanzieren. Ob dazu eine explizite Nennung im Gesetz notwendig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aus unserer Sicht ist es nicht erforderlich, weil diese Finanzierung selbstverständlich erfolgen wird. Vielleicht nur ein Wort zur Klarstellung. In der Gesetzesbegründung wird dieser besondere Finanzierungsmechanismus so nicht adressiert. Da wird so eine Art virtueller Finanzierungspool aufgestellt. Und da wird dann eine Verteilung vorgenommen, 93% GKV, 7% PKV. Das ist auch so nicht richtig, weil die GKV nicht 93% trägt. Da ist dann schon der Anteil für die Beihilfe drin. Die zahlt natürlich in dem Zusammenhang auch ihren fairen Anteil. Jede Beihilfestelle wird von der DSO als in Erstattung reingenommen. Und insofern wären wir dankbar, wenn die Gesetzesbegründung da vielleicht ein bisschen angepasst würde. Das würde dann auch Missverständnissen vorbeugen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Baum. Ja, also wir aus der Empfänger, also Mittelempfängerseite sehen jetzt kein Problem im Zusammenspiel von PKV und GKV. Der große Teil erfolgt ja leistungsfallorientiert. Der PKV-Fall löst die gleiche Finanzierung aus wie der GKV-Fall aus. Diese spezielle Neukonstruktion des der konsularischen Rufbereitschaft als Kostentragungspflicht an die GKV könnte ja überlegt werden, inwieweit das in die Gesamtpauschale integriert wird. Dann würde eben das, was an die DSO abgeführt wird, beim Fall diesen Kostenanteil enthalten und die Mittel kommen von der DSO und finanzieren diesen Teil, der implementäre Teil des Systems mit. Das wäre eine Option, die sicherlich weiter überlegt werden könnte. Ansonsten hätte ich nur für uns Krankenhäuser die Bitte, beim Konsulardienst ist im Gesetzentwurf festgelegt, dass die einzelnen Ärzte Honorierungen bekommen sollen. Das ist ja schön und gut, aber die meisten Ärzte in diesem Qualifikationsbereich sind Angestellte, Oberärzte aus den Krankenhäusern und müssen dort freigestellt werden, sodass den Krankenhäusern die Lohnkostenlasten aufliegen. Und das müsste, glaube ich, noch berücksichtigt werden. Vielen Dank. Das Wort hat Dietrich Mundstadt. Hat GKV nicht nachgefragt? Nein. Nee. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband und den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Dr. Braun. Wie bewerten Sie die vorgesehene Umstellung der Finanzierung der Transplantationsbeauftragten von einer pauschalen Vergütung hin auf eine aufwandsbezogene Vergütung? Das Wort hat Dr. Gerresheim. Die Frage ging an Dr. Braun. Ah. Und an den GKV-Spitzenverband. Dann hat jetzt das Wort der Professor Dr. Braun. Wir sehen, sage ich mal, zum einen in der pauschalen Vergütung mit 0,1 VK für 10 Intensivbetten eine entsprechende Kompensation für den, sage ich mal, Einsatz des Transplantationsbeauftragten, der in seiner klinischen Tätigkeit dann auch kompensiert werden muss. Und das ist da schon in einer gewissen Form abgebildet. Allerdings, wenn Sie jetzt auch schauen in zum Beispiel einen großen Maximalversorger mit vielen Intensivstationen, ist ja dann neben einem Transplantationsbeauftragten, wenn es über 500 Betten sind, pro Intensivstation noch ein weiterer vorzuhalten. Das würde bei uns bedeuten 12 Transplantationsbeauftragte. Wobei man da sich dann auch überlegen muss, wie man damit umgeht. Also sicherlich ist der Haupttransplantationsbeauftragte, muss ein Arzt sein, der auch die Kenntnis hat. Aber man kann hier auch Überlegungen anstellen, ob dann Unterstützung zum Beispiel durch speziell weitergebildete Pflege, wie es zum Beispiel in England der Fall ist, da gibt es Specialized Nurses Organ Donation oder eben im Spanischen auch über Transplant Procurement Manager eben dann auch mitgetragen wird.
was dann ja auch, sage ich mal, von den Maximalversorgern mit in die Fläche hin transferiert werden kann. Ein Punkt, den man sicherlich auch nennen muss, ist, Sie können intrinsische Motivation nicht kaufen. Es ist ganz wichtig, dass die Transplantationsbeauftragten als Kümmerer ihre Aufgabe auch wahrnehmen. Und das muss man natürlich auch nochmal vermitteln. Ich glaube, hier ist auch erheblicher Bedarf. Und Sie haben zum Beispiel, wenn Sie auch die Pflege mit einziehen, hier für die Pflege sicherlich eine Karrierechance. Das wird so, glaube ich, von vielen Transplantationsbeauftragten leider noch nicht gesehen, obwohl es wirklich eine sehr ehrenvolle Tätigkeit ist. Vielen Dank. Dann hat jetzt das Wort Herr Dr. Leber. Leber, GKV Spitzenverband. Die Freistellung und Finanzierung der Transplantationsbeauftragten ist wahrscheinlich der Kern dieses Gesetzes und wir hoffen, dass dadurch eine ganze Menge Bewegung entsteht. Bisher haben wir ja 18 Millionen gezahlt, ohne dass wir diese Bewegung wirklich überall in allen Krankenhäusern gesehen haben. Wie man die Finanzierung gestaltet, ist ein wenig schwierig. Die Kopplung an Intensivbetten erscheint uns streitbehaftet. Wir stellen im Augenblick fest bei Pflegepersonal Untergrenzen, dass es ungemein schwer ist, abzugrenzen, was denn ein Intensivbett ist und was nicht. Das erscheint jedem Außenstehenden bisher unkompliziert. Die Alternative, die wir im Augenblick haben, nämlich über das Organspendepotenzial zu gehen, ist hier vernünftiger. Was ebenfalls Konflikte hervorrufen wird, ist natürlich das Selbstkostendeckungsprinzip, wo wir ganz grundsätzlich Kritik haben. Es wird dazu führen, dass diejenigen, die am meisten verdienen, zum Transplantationsbeauftragten sozusagen benannt werden und nicht diejenigen, die sich wirklich kümmern. So, deswegen gibt es in dieser Selbstkostendeckung einen falschen Anreiz. Wir plädieren, bei Pauschalen zu bleiben und die an den bisherigen Organspendepotenzial zu orientieren. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Lothar Riebsam. Ganz kurz. Meine Frage richtet sich an die Bundesärztekammer. Die Antragsteller schlagen unter anderem vor, ehemalige Lebensspender bei der Organallokation künftig bevorzugt zu behandeln. Wäre ein solcher Vorschlag umsetzbar? Montgomery, genau, Sie haben das Wort. Sie haben zeitökonomisch, Sie kriegen die 3 Sekunden gut geschrieben. Ich schaffe das. Also wir sehen das ausgesprochen kritisch. Ob es umsetzbar ist, das weiß ich gar nicht. Aber dass man sozial wünschenswertes Verhalten jetzt hier als Bonuspunkt bei der Organallokation sieht, halten wir für sehr problematisch. Dort müssen genau die normalen medizinischen Kriterien für die Allokation gelten. Das ist die Maxime, unter der wir das Ganze sehen. Vielen Dank. Auf den Punkt. Jetzt wechselt das Fragerecht an die SPD und die erste Frage stellt Sabine Dittmar. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Dr. Ramel von der DSO. Der Gesetzentwurf regelt ja, dass zukünftig sicherzustellen ist, dass alle Todesfälle aufgrund einer primären und sekundären Hirnschädigung sowie auch die Gründe für eine erfolgte oder nicht erfolgte Feststellung und nicht erfolgte Meldung zukünftig der Koordinierungsstelle zu melden sind. Jetzt habe ich den Ausführungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft an Herrn Baum entnommen, dass er das für nicht notwendig erachtet, wenn vorher schon ein Widerspruch bekannt ist. Ihrer Stellungnahme entnehme ich da eine etwas andere Bewertung. Können Sie uns das noch mal begründen? Herr Dr. Ramel, Sie haben das Wort. Axel Ramel von der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Ich glaube, hier müssen wir zwei Dinge voneinander trennen. Das eine sind Meldungen von Spendern, wo dann der Spendeprozess initiiert werden soll. Da sind, glaube ich, alle hier Anwesenden einig, wenn keine Einwilligung zur Organspende vorliegt, ist auch keine Meldung an die Deutsche Stiftung Organtransplantation notwendig. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist Erfassung des Potenzials an Organspendern in Deutschland. Und da ist es natürlich auch wichtig, wie viele Spender möglicherweise nicht zu Organspendern geworden sind, weil es keine Zustimmung zur Organspende gegeben hat. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, für bundesweit das zu wissen. Wir wissen zwar aus Umfragen, wie viele Menschen sich grundsätzlich bereit erklären, Organspender zu sein, auch wie viele angeben, dass sie einen Organspendeausweis hätten beziehungsweise sich positiv zur Organspende geäußert haben. In der Praxis wissen wir allerdings nicht,
für jeden einzelnen Fall, wie die Entscheidung gewesen ist, weil wir eben als Deutsche Stiftung Organtransplantation erst dann die Meldung erhalten, richtigerweise, wenn entweder die DSO mit hinzugezogen wird zum Entscheidungsgespräch oder wenn schon die Entscheidung vorliegt. Also zwei unterschiedliche Wege und von daher denke ich, dass diese geplante Datenerfassung essentiell ist, um für Deutschland das Spendepotenzial zu erfassen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Hilde Mattheis und ich darf den Hinweis an die Experten geben, vielleicht ein bisschen lauter zu reden, der eine oder andere, damit die Kolleginnen und Kollegen in der zweiten Reihe hinter Ihnen das auch gut verstehen. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Leber hat jetzt gerade ausgeführt, dass er die Vermutung oder Befürchtung hat, dass der Transplantationsbeauftragte ausschließlich danach gewählt würde, wie hoch sein Gehalt wäre. Dazu hätte ich doch ganz gerne mal die Bundesärztekammer gefragt und die Deutsche Krankenhausgesellschaft, wie da Ihre Einschätzung ist. Herr Professor Dr. Montgomery, Sie haben das Wort. Montgomery, Bundesärztekammer. Die Tatsache, dass ich meinen Freund Leber sehr schätze, heißt nicht, dass ich nicht sage, wenn er Unsinn redet. Das ist natürlich Blödsinn. Es gibt inzwischen ein Fortbildungskurriculum für Fortbildungsbeauftragte. Wir achten dort auf Qualifikation. Gerade in diesem wichtigen Bereich, in dem wir uns alle, auch nach den Unregelmäßigkeiten, die es gegeben hat, stark engagieren, wollen wir genau das verhindern. Das ist also eine aus seiner vielleicht professionalen Herkunft als Volkswirt entstammende Idee, die aber mit der Realität im Krankenhaus nichts zu tun hat. Vielen Dank, Herr Baum. Ja, Baum, DKG, also wir können auch wirklich keinen evidenten Zusammenhang zu dieser Vermutung von Herrn Leber herstellen. Aber das jetzige System, das wir gemeinsam schwer erkämpft haben und bei denen die Krankenkassen immer wenig Geld geben wollten und immer wenig Freistellungsminuten bereitstellen wollten, das ja auch dazu geführt hat, dass der Gesetzgeber sich veranlasst sieht, jetzt von 18 Millionen auf 42 Millionen aufzustocken, gibt natürlich auch der Freistellung und der tatsächlichen faktischen Betätigung erheblich mehr Raum. Gleichzeitig installieren Sie, dass die Krankenhausunternehmensleitungen sicherstellen müssen, dass er diese Funktion auch wahrnehmen kann und bauen die Funktion auf, einschließlich der Analysevorbereitung, die ja eben genannt wurde, sodass wir also vom Volumen her, vom Aufgabenzuschnitt her automatisch eine erheblich intensivere Beteiligung des Einbringens sehen. Die Finanzierung, die wir bisher hatten, die sah so eine Art Grundpauschale vor. Jedes Krankenhaus kriegt so 4.000 bis 5.000 Euro und sah vor, dass wenn bestimmte ICDs, also Diagnosen, die was im Zusammenhang mit Hirntod stehen könnten, im Krankenhaus abgerechnet wurden, hat dies zur Zuordnung der Finanzmittel geführt. Und da ist nach unserer Auffassung das Vorhandensein von Intensivplätzen der bessere Weg. In jedem Falle liegt näher an der Problematik, die Abgrenzungsprobleme einiger weniger Intensivbetten im Verhältnis zu der Gesamtzahl der gesicherten Betten spielt keine Rolle aus unserer Sicht. Da geht es um ein paar wenige Intensivbetten, die nicht klar abgrenzbar sind, aber die große Zahl der Intensivbetten ist natürlich klar abgrenzbar. Die nächste Frage stellt Heike Behrens. Vielen Dank. Das ist eine Frage nochmal zur Vergütung der Entnahmekrankenhäuser und Finanzierung der Transplantationsbeauftragten. Und die Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband. Herr Leber, halten Sie die vorgesehene Kostenbeteiligung der PKV für ausreichend? Herr Dr. Leber, Sie haben das Wort. Leber, GKV-Spitzenverband. Zunächst muss man sagen, Herr Loskamp, PKV hat richtig dargestellt, dass es im Augenblick eine adäquate Beteiligung der PKV gibt. Allerdings enthält das Gesetz Regelungen, dass das vielleicht künftig nicht mehr in allen Fällen so ist, insbesondere beim Konsulardienst. Und es wäre natürlich ein Skandal, wenn sozusagen Privatversicherte die Organe bekommen, aber sich an der Organisation und Finanzierung nicht adäquat beteiligen. An anderer Stelle im Gesundheitswesen haben wir das. Ich erinnere nur an den Strukturfonds, wo im Gesetz auch eine freiwillige Beteiligung der PKV steht. Es geht um einen Betrag von 50 Millionen und die PKV zahlt keinen einzigen Cent.
Wir beobachten immer wieder akute Anfälle von Schreiblähmung, wenn es in der Ministerialbürokratie dazu geht, dieses zu ändern. Im Gesundheitswesen bei Transplantationen wäre das extrem schwierig, wenn hier so eine Ungleichbehandlung gibt. Herr Baum hat schon darauf hingewiesen, wie man das heilen kann. Man muss finanzieren über leistungsbezogene Entgelte, so wie das bisher auch an anderer Stelle passiert. In dem Moment, wo Sie Leistungsentgelte finanzieren, ist auch die PKV adäquat beteiligt. Das ist einfach ins Gesetz zu schreiben. Da brauchen Sie keine Grundrechtsdebatte. Und bei der Formulierung sind wir eventuell hilfreich. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Martina Stamm-Fiebig. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband und an die Bundesärztekammer. Welche Erwartungen haben Sie? Entschuldigung. Welche Erwartungen haben Sie an die vorgesehene Auswertung der von den Entnahmekrankenhäusern übermittelten Daten durch die Koordinierungsstelle? Herr Dr. Leber. Wir glauben, dass die Analyse der Daten und der Vorgänge in der Klinik einer der zentralen Schlüssel sind, auch im Dialog zwischen der DSO und dem einzelnen Krankenhaus. Deswegen haben wir uns vor Jahren dafür eingesetzt, dass das Analyseinstrument Transplant-Check eingesetzt wird, wo man eben bis zum Einzelfall die Vorgänge in der Klinik analysieren kann. Der Vorteil dieses ganzen Gesetzgebungsverfahrens ist ja, dass es nicht mehr auf die breiten Kampagnen in der Bevölkerung setzt, sondern auf die Vorgänge in der Klinik eingeht. Und da ist natürlich Analyse, Lastdaten sprechen, der ganz entscheidende Hinweis, um zwischen DSO und dem Krankenhaus in einen Dialog einzutreten. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Montgomery. Sie merken die Entente cordiale. Ich habe uneingeschränkte Übereinstimmung mit Herrn Leber in diesem Punkt. Wir halten das für ausgesprochen konstruktiv und wichtig. Man muss diese Daten haben. Ein ganz kleiner Einwand, man sollte sie nicht per se schon als Qualitätssicherungsmaßnahme falsch interpretieren. Sie sind ein Meldewesen, aber noch keine Qualitätssicherung. Das macht erst die Auswertung danach. Die steht nicht im Gesetz, könnte man auch noch mit reinschreiben. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Frau Dittmar. Dankeschön. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, an die DSO und an die Universitätsklinika und bezieht sich auf den neurologisch-neurochirurgischen konziliaren Bereitschaftsdienst. Welche Erfahrungen liegen im Zusammenhang mit bereits regional existierenden Rufbereitschaftsdiensten vor? Wie sind diese organisiert? Und welche Einrichtungen oder Organisationen könnten nach Ihrer Einschätzung den neurologischen Rufbereitschaftsdienst bundesweit organisieren? Vielen Dank. Das Wort hat Herr Baum. Ja, Frau Dittmann, Sie hatten auch internationale Erfahrungen gesagt. Da ja, in Ländern. Ja, ich wollte nur zwischen. Ja, ich habe es jetzt. Entschuldigung, ich habe es nicht ganz genau gehört. Ja, ja, dort, wo auf Länderebene Initiativen ergriffen wurden, hat sich das ja als was Positives dargestellt. Insofern besteht der Bedarf für bundeseinheitliche, vor allem seitdem die Bedingungen für die Hirntodfeststellung ja deutlich verändert wurden und zu einer erheblichen, ich sage mal, Qualifikationssteigerungen geführt hatten bei denen, die das durchführen. Und das hat dazu geführt, dass viele Kliniken, die hier mitwirken müssen, das nicht alleine stemmen können. Und von daher hat sich dieser Bedarf ja jetzt erst durch dieses höhere Niveau ergeben und die Antwort auf einen bundeseinheitlichen organisierten Konsulardienst ist ja dann an dieser Stelle richtig. Die Stelle, an der das stattfinden kann natürlich auch die DSO sein, die ja heute schon in dem Bereich mit aktiv ist, sodass dann hätten wir auch die ganze Finanzierungsproblematik nicht, sodass das eine potenzielle Teilfunktion der DSO, bei der wir ja alle im Vorstand sind, Stiftungsrat, mitwirken, sodass aus unserer Ansicht schon das der beste Ort wäre, diese Funktion mit zu übernehmen. Vielen Dank. Herr Dr. Rammel.
Ramel von der Deutschen Stiftung Organtransplantation. In der Tat ist das im Moment ganz individuell von Bundesland zu Bundesland oder genauer genommen vom DSO-Region zu DSO-Region unterschiedlich organisiert. Wir sind ja als DSO nur Vermittler. Wir versuchen, die Mitarbeiter sind ja nicht bei uns angestellt, bewusst nicht angestellt, weil aus unserer Sicht es elementar wichtig ist, auch für das Vertrauen in der Bevölkerung, eine Trennung zwischen der Feststellung des Todes, also des Nachweises des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls einerseits und der Organspende herzustellen. Was sind die Probleme? Da es keine verbindlichen Dienstpläne und Verfügbarkeiten gibt, ist es mitunter so, dass die Mitarbeiter der DSO im Bemühen, einen Arzt zu finden, der die Krankenhäuser bei der Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls unterstützt, große Telefonrunden bei den uns bekannten Experten durchführt. Und es kann schon sein, dass sie da mehrere Stunden, manchmal auch einen halben Tag, dahinterher telefonieren, um einen Kollegen zu finden. Das ist ein Problem, weshalb wir uns immer dafür eingesetzt haben, hier eine verbindliche und klare Regelung durchzuführen. Das würde jetzt durch diesen neurologisch-neurochirurgischen Konsiliardienst in der Tat gelöst. Und es würde auch eine Trennung von der Tätigkeit der Deutschen Stiftung Organtransplantation, die für die Organspende zuständig ist, nicht für die Todesfeststellung, erzielen. Welche Organisationen können das machen? In meinen Augen sind da Fachgesellschaften oder Landesärztekammern durchaus denkbare Träger von einer solchen Institution. Die Frage der Finanzierung, ob das diese Institutionen, die das dann machen, ob das wie bei vielen anderen Dingen auch über das Budget der Deutschen Stiftung Organtransplantation dann als Clearinghouse läuft, ist für mich damit völlig eine getrennte Fragestellung, wäre aber eine Möglichkeit, um die Thematik, die hier wiederholt angesprochen worden ist, die Verteilung auf die verschiedenen involvierten Kostenträger zu gewährleisten. Das kann wirklich unabhängig geregelt werden. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Frau Höchstetter. Vielen Dank, Höchstetter, VUD. Die Hirntodfeststellungsrichtlinie der Bundesärztekammer sieht ja eine Qualifikation der Ärzte über eine mehrjährige Erfahrung auf Intensivtherapie bei Patienten mit akuten, schweren Hirnschädigungen vor. Die ist seit 2015 in Kraft. Das heißt, die normale Facharztqualifikation für die Neurologen und Neurochirurgen sieht ja nur eine Intensivtherapiezeit von 6 Monaten. Das heißt, nach unserer Auffassung sind deshalb die entsprechenden qualifizierten Ärzte vor allem an Krankenhäuser der Maximalversorgung angestellt. Deshalb ist dieses Prinzip, das Herr Ramel gerade beschrieben hat, dieses Lasso-Prinzip, der Arzt muss Zeit haben, eine Nebentätigkeitsgenehmigung und dann auch noch Dienstfreiheit, nicht die ideale Lösung, sondern wir sehen, dass die Krankenhäuser, die sich eben bei diesen neurokonsiliarärztlichen Rufbereitschaftsdiensten jetzt beteiligen werden, durch einen kurzfristigen Ausfall von diesen Ärzten, weil sie dem eigenen Krankenhaus ja nicht mehr für die Diagnostik, für die Operationen, für die Spezialleistungen und für die oberärztlichen Visiten zur Verfügung stehen, erhebliche Kosten. Das Ganze muss man deshalb aus unserer Sicht auf andere Füße stellen und auf neue Beine stellen und daher eine Refinanzierungsregelung der Kosten der Krankenhäuser, die sich mit ihren Ärzten an diesen Diensten beteiligen, eben vorsieht. Zur möglichen Organisation, da ist ja ein Ausschreibungsverfahren im Gesetz zwischen den TPG-Vertragspartnern vorgesehen, sodass wir uns keine Gedanken bisher zu einer möglichen Organisation gemacht haben. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Hilde Mattheis. Dankeschön. Ich habe eine Frage an die DSO. Und zwar möchte ich wissen, wie sind Ihre Erfahrungen mit denjenigen Krankenhäusern, die bereits eine entsprechende Software zur Spendererkennung verwenden? Herr Dr. Rammel. Ja, wir haben derzeit in flächendeckender Anwendung dieses Transplant-Check sowohl in der Region Ost, das sind also die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die insgesamt eine der Regionen ist mit der höchsten Spenderate. Wir haben sie auch relativ flächendeckend in Nordrhein-Westfalen, leider dem Bundesland mit der niedrigsten Spenderate. Also jetzt einfach aus dem Tool heraus zu schließen, und da stimme ich dann auch Herrn Professor Montgomery zu, die Datenerfassung allein reicht natürlich nicht aus, sondern man muss mit der Datenerfassung etwas machen. Und das sind zwei Seiten einer Medaille. Das
Gesetz schafft die Grundlage dafür. Es ist ja auch vorgesehen, dass es an das Landesministerium dann übermittelt wird, vielleicht auch an andere Institutionen, die sich dann mit dieser Frage auseinandersetzen, um die entsprechende Motivation in den Krankenhäusern, die Diskussionen mit den Krankenhäusern einzugehen. Was wir sehen, ist, wenn die Daten angeschaut werden, dass tatsächlich, und man erkennt, dass man Fälle übersehen hat, dass in den Folgejahren, das sind aber Einzelfälle, die ich Ihnen da schildern kann, tatsächlich dann mehr Spender gemeldet wurden, einfach weil die Alertness im Krankenhaus gesteigert wird. Da würde ich aber aus Einzelfällen im Moment noch nicht einen kompletten Schluss ziehen wollen, glaube aber, dass durch die gesetzliche Regelung, wenn die entsprechende Qualitätssicherung sich anschließt, sehr wohl eine gute Grundlage gelegt wird, um die Organspende steigern zu können. Vielen Dank. Hilde Mattheis hat das. Entschuldigung, Heike Behrens hat das Wort. Ja, meine Frage richtet sich an den Bundesverband der Organtransplantierten und den Bundesverband Niere e.V. Wird der Grundsatz der Anonymität von Spendern und Empfängern von Organen durch die vorgesehenen Regelungen nach Ihrer Einschätzung hinreichend sichergestellt? Vielen Dank. Herr Tapp. Ja, Burkhard Tapp vom Bundesverband der Organtransplantierten. Die Anonymität wird ausreichend sichergestellt. Ein Problem sehen wir nur, dass jetzt die Transplantationszentren eine neue Aufgabe zugeordnet bekommen. Und wir sehen oder erfahren eigentlich in der Praxis, dass die Datenübermittlung für das Transplantationsregister schon nicht richtig funktioniert, weil die Einwilligungen fehlen. Wir wissen nicht, wie die Transplantationszentren diese zusätzliche Aufgabe noch leisten sollen, ohne entsprechend Personal und damit Finanzierungsmittel zu bekommen. Vielen Dank. Herr Kotscher. Ja, Martin Kotscher, Bundesverband Tiere. Ich würde mich hier in ziemlicher Linie meinem Vorredner anschließen. Wir gehen davon aus, dass die Anonymität gewährleistet ist, aber wissen noch nicht genau oder wir können uns noch nicht genau vorstellen, wie das in der Praxis letztendlich dann umgesetzt wird. Vielen Dank. Wir wechseln nun zur AfD-Fraktion und hier stellt die erste Frage Herr Professor Dr. Gerke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Bundesärztekammer. In der Neuregelung zu § 9a Absatz 2 werden ja die Befugnisse der Transplantationsbeauftragten erheblich erhöht. Nun kommt nun nicht mehr darauf an, dass vor der ärztlichen Beurteilung feststeht, ob jemand als Organspender in Betracht kommt oder eine entsprechende Einwilligung bzw. überhaupt eine Zustimmung von Angehörigen vorliegt. Was bedeutet dies für die Tätigkeit des Transplantationsbeauftragten, insbesondere im Hinblick auf den Beginn mit organprotektiven Maßnahmen? Und halten Sie dadurch das Selbstbestimmungsrecht des Patienten für ausreichend gewahrt? Vielen Dank. Herr Professor Dr. Montgomery. Montgomery, Bundesärztekammer. Vielen Dank, Herr Gerke, für diese Frage. Wir haben ja bereits in der vorigen Fragerunde jetzt eben einen Aspekt hier dieser Frage und Ihrer Antwort mit berührt, nämlich dann, wenn ein Widerspruch erkennbar vorliegt, ist Schluss. Wenn er nicht vorliegt, ist es aber im Interesse sowohl der Zeit, aber auch der Qualität der Transplantation sicherlich sinnvoll, wenn man die Maßnahmen, die man bereits einleiten kann, einleitet, dass man auch feststellt, ob überhaupt zum Beispiel ein irreversibler Ausfall der Hirnfunktion, ich bitte alle hier Beteiligten, den Begriff des Hirntodes nicht mehr zu verwenden. Wir nutzen heute den Ausdruck des irreversiblen Ausfalls der Hirnfunktion. Wenn der nachgewiesen ist, dann ist das meines Erachtens, kann das parallel zu der Frage geschehen, dass man die Einwilligung der Angehörigen einholt. Ich glaube, jeder Transplantationsbeauftragte wird klug beraten sein, das parallel zu machen und wo immer es die Möglichkeit gibt, sogar vorher das Gespräch mit Angehörigen oder aber schriftliche Dokumente zu suchen, die das belegen. Deswegen glaube ich auch, dass das Selbstbestimmungsrecht der Patienten, um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ausreichend gewahrt ist. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Dr. Schlund. Ja, die Frage geht an den Bundesverband Niere, Herrn Kotscher. Sie schreiben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, die in Deutschland erlaubte Lebendnierenspende an Personen, denen der Spender in besonderer Weise nahesteht, scheitert in ca. ein Drittel der Fälle an Unverträglichkeiten. Abhilfe könnte dann die sogenannte Crossover-Spende schaffen, bei der zwei Spender, Empfängerpaare, die gespendeten Organe untereinander tauschen. Könnten Sie kurz erklären, wie entsprechende Programme in unseren Nachbarländern wie Österreich und Holland funktionieren, welche Auswirkungen diese auf die Wartezeiten haben
und ob es dort irgendwelche Probleme mit Organhandel oder Ähnlichem gibt. Welche Gesetzesänderungen aus Ihrer Sicht halten Sie sinnvoll? Vielen Dank, Herr Kotscher. Sie haben das Wort. Ja, Kotscher, Bundesverband Niere. Die Programme, die in den Nachbarländern gefahren werden, in Spanien kenne ich es als ein staatlich organisierter Pool, in dem die Organe gesammelt werden. Ob da jetzt Organhandel stattfindet, kann ich von der Position aus nicht beurteilen. Wir denken, dass unser Transplantationsgesetz hier in Deutschland genau dies wirkungsvoll verhindern soll. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Verband der Universitätsklinika, Frau Höchstädter, und an die Deutsche Stiftung Patientenschutz, Frau Eberle. Wir haben ja hier einen Bereich, der die größte Sensibilität verlangt. Viel Vertrauen ist hierbei auch vonnöten. Was halten Sie von der Überlegung, dass diese Arbeit nur von einigen wenigen großen Unternehmen, von großen Kliniken durchgeführt wird, die hier in diesem Fall als Pflichtaufgabe reingenommen wird, zum Beispiel Universitätskliniken, wo kein Leistungsbezug entsteht, gar nicht erst angesprochen wird, dass es im allgemeinen Budget mit untergebracht ist, mit beinhaltet, sodass also wirklich man davon ausgehen kann, dass hier kein Interesse daran besteht, in irgendeiner Form wirtschaftliche Leistung zu empfangen. Vielen Dank, Frau Höchstädter. Ich muss gerade überlegen, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also es geht darum, ob man das verstaatlichen soll. Es geht darum, dass es im Budget der Universität mit enthalten ist, ohne dass die einzelne Leistung abgerechnet wird. Habe ich jetzt keine Positionierung dazu. Also wir finden gut, wie es derzeit gesetzlich geregelt ist, dass man eben sozusagen diese Vorhaltekosten, wie es jetzt eben angelegt ist, mit den Pauschalen, dass sie extra vergütet werden und auch, dass der Transplantationsbeauftragte, die ja in jedem Krankenhaus und nicht nur in den großen Krankenhäusern zu etablieren sind, eben entsprechend mit der entsprechenden Berücksichtigung von 0,1 VK pro 10 Intensivbetten hinterlegt sind und dass der neurokonsiliarärztliche Dienst, Rufbereitschaftsdienst, jetzt zukünftig über eine neue Organisation, wie auch immer die ausgestaltet sein wird und wie auch immer das machen wird, eben gestaltet wird. Vielen Dank. Frau Eberle. Eberle, Deutsche Stiftung Patientenschutz. Ich muss mich meiner Vorrednerin anschließen. Wir haben dazu keine eigene Stellungnahme. Die nächste Frage stellt Herr Schneider. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Meine Frage richte ich an den Vertreter des GKV-Spitzenverbandes, Herrn Dr. Leber. Wir hatten ja eben schon kurz über die Crossover-Spenden gesprochen. Es soll wohl einzelne Fälle gegeben haben, wo Personen zu diesem Zwecke ins Ausland gereist sind, wo dies möglich ist. Wenn Sie sich jetzt zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden können, um diesen Menschen zu helfen, was wäre Ihnen lieber, dass wir zukünftig gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen die Kosten auch für solche Crossover-Reisetransplantationen, nenne ich es mal, übernehmen, oder dass wir tatsächlich auch Crossover-Spenden hier in Deutschland ermöglichen? Vielen Dank, Herr Dr. Leber. Der GKV Spitzenverband vertritt viele Millionen Versicherte, die sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema haben. Im Grundsatz ist es, glaube ich, möglich, in Fällen von nahen Verwandten und nahen Bekannten eine solche Crossover-Stelle zu organisieren. Ich glaube, wir sollten hier mehr gesetzliche Klarheit schaffen. Als generelles Modell aber, wo im Internet mal das passende Paar gesucht wird, kann ich mir das nicht vorstellen. Soweit ganz allgemein als grundsätzliche Anmerkung, ohne dass es dazu im Spitzenverband eine explizite Positionierung gäbe. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Garke. Ja, meine Frage geht nochmal an die Bundesärztekammer und es geht nochmal um den Paragraph 9 Transplantationsgesetz. Da ist ja im neuen Gesetzentwurf völlig unberührt geblieben, also so geblieben wie vorher, der Verweis darauf, dass das Nähere durch Landesrecht bestimmt wird. Und meine Frage ist, inwieweit es
doch möglich, sinnvoll und geboten erschiene, bundesrechtlich klarere Voraussetzungen für die Aufgabe des Transplantationsbeauftragten zu normieren und zum Zwecke der Kontrolle dieser Aufgabenerfüllung beispielsweise die Ministerien der Länder rechtlich zu binden. Vielen Dank, Herr Dr. Professor Dr. Montgomery. Montgomery, Bundesärztekammer. Ich bin ja glühender Anhänger des föderalen Prinzips, wie die ganze Bundesärztekammer. Und deswegen muss man hier einfach die grundgesetzliche Regelung achten. Das ist in meinen Augen Landesrecht. Das kann man nicht so ohne weiteres ändern. Wir würden aber eine Klarstellung und eine möglichst weite Festlegung eines einheitlichen Vorgehens aller Bundesländer durch Bundesrecht sehr begrüßen. Wenn man es also gelingt, hier bundesrechtlich gleiche Vorgaben zu machen, ohne dabei in Streit mit den Ländern zu geraten, denn der wäre es wahrscheinlich nicht wert, würde ich das für eine vernünftige Lösung halten. Ein Transplantationsbeauftragter in Sachsen-Anhalt kann ja nicht anders aufgestellt sein als einer in Sachsen. Das ist nun wirklich auch Unsinn. Deswegen würde ich begrüßen, wenn es bundesweite Vorgaben gäbe. Als Arzt weiß ich aber nicht genau, ob Sie das landesrechtlich am Ende wirklich durchdekliniert kriegen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Schlund. Ja, ich möchte noch mal auf die Crossover-Spende zurückkommen, möchte, weil Herr Kotschor die Frage nicht ordnungsgemäß oder nicht in dem Maße beantwortet hat, wie uns das AfD und unsere Kollegen vorstellen. Deswegen noch mal, welche Gesetzesänderungen aus Ihrer Sicht wären in Deutschland erforderlich, um diese Crossover-Spende zu erleichtern? Denn das § 8 des Transplantationsgesetzes legt da ja ziemliche Fesseln an, um eben hier Fortschritte für die Kranken zu erreichen. Das wäre meine Frage. Vielen Dank, Herr Kotschor. Sie haben das Wort. Es müsste dahingehend geändert werden, stelle ich mir das so vor, dass eben die emotionale Verbindung der jeweilig spendenden und empfangenden Person aufgelöst wird. Das ist aber von unserer Seite aus deutlich kritischer zu sehen, weil genau das macht ja diese Spende aus, diese Lebensspende, dass die beiden Personen miteinander verbunden sind. Von daher haben wir da etwas Schwierigkeiten mitzugehen. Vielen Dank. Herr Spangenberg. Ja, eine Frage an die Bundesärztekammer, Professor Montgomery. Zur Einrichtung des neurochirurgischen und neurologischen Rufbereitschaftsdienstes führen Sie in Ihrer Stellungnahme aus, dass in nahezu allen größeren Kliniken ausreichend qualifizierte Ärzte für die Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls zur Verfügung stehen. Nun sieht der Gesetzgeber vor, dass im Benehmen mit der GKV-Spitzenverband, dem Verband der privaten Krankenversicherung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft eine geeignete Einrichtung mit dem Rufbereitschaftsdienst beauftragen sollen. Die Frage ist, welche Einrichtung halten Sie für geeignet und welche zusätzlichen Kosten aus Ihrer Sicht entstehen danach? Vielen Dank, Herr Professor Dr. Montgomery. Montgomery, Bundesärztekammer. In diesem Kontext ist ja schon mal auf das Problem der Interessenskollision in der Deutschen Stiftung Organtransplantation eingegangen worden. Ich will also mit der negativen Aussage beginnen. Obwohl ich selber Vorsitzender des Stiftungsrats der DSO bin, halte ich die DSO nicht für geeignet, diesen neurologischen Konsiliardienst zu organisieren, weil in der Außenwirkung es problematisch wird, dass auf der einen Seite hier die Koordinierung und auf der anderen Seite aber auch die Feststellung der Voraussetzung für eine Koordinierung stattfindet. Das wird für uns problematisch. Deswegen kann ich mir nur vorstellen, eine Lösung in einer Parallelität zur heute vorhandenen Selbstverwaltungslösung zwischen den drei Trägern des ganzen Transplantationsprozesses, Bundesärztekammer, Spitzenverband und Deutsche Krankenhausgesellschaft, durch eine Ausschreibung. Die wird dann wohl leider europaweit stattfinden müssen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir uns als Bundesärztekammer oder als Gemeinschaft einiger Landesärztekammern darum bewirben, das zu organisieren. Zu den Kosten, muss ich gestehen, kann ich Ihnen jetzt hier spontan überhaupt keine Angaben machen. Gehe aber davon aus, dass die sich wie die meisten Kosten im Transplantationsprozess relativ in Grenzen halten würden. Und weiß, dass mein Freund Wolf-Dieter Leber mit größter Freude und Überzeugung diese Kosten auch für uns übernehmen würde, damit hier die Qualität der Organspende gewährleistet ist. Vielen Dank. Wir wechseln jetzt nach dieser Antwort zur FDP-Fraktion. Und hier fragt Frau Helling-Plahr.
Vielen Dank, Herr Professor Ockenfels. In der Einführung zu Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, Lebensspenden werden bisher in Deutschland sehr viel seltener ermöglicht als in vielen anderen ähnlich entwickelten Ländern. Das trägt zur im internationalen Vergleich geringen Anzahl von Organspenden in Deutschland bei. Deshalb die Frage, wie sieht es in anderen vergleichbar entwickelten europäischen Ländern mit der Überkreuzspende und anderen Formen der Lebensspende aus? Vielleicht können Sie dann auch direkt die offene im Raum stehende Frage, ob es in Spanien Organhandel bekanntlich gibt, mitbeantworten. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Ockenfels. Ja, Ockenfels, Universität zu Köln, und wir beschäftigen uns mit verhaltenswissenschaftlichen Aspekten der Organspende, aber auch mit der institutionellen Ausgestaltung von zum Beispiel Nierentauschprogrammen, wie sie weltweit eingesetzt werden, über die es hier teilweise offenbar sehr abenteuerliche Vorstellungen gibt. Aber zunächst zu der Frage, also in Deutschland haben wir eine der restriktivsten Gesetzgebungen in Europa, was die Überkreuzspende und andere Formen der Organlebensspende angeht, was dazu führt, dass wir auch nicht nur insgesamt relativ wenig Organspenden haben in Deutschland, sondern auch insbesondere wenig Organlebensspenden haben in Deutschland. Und ich habe mir im Vorfeld der Anhörung mal angeschaut, wie das in anderen Ländern stattfindet. In den letzten 15 Jahren hat sich diese Lücke noch weiter geöffnet. Die Niederlande und Großbritannien haben vor etwa 15 Jahren Nierentauschprogramme, also Überkreuzspenden, eingeführt und gehören heute zu den weltweit größten Nierentauschprogrammen. Aufgrund des großen Erfolges und der Erfahrungen in diesen Ländern haben mittlerweile in jüngerer Zeit, in den letzten wenigen Jahren, Österreich, Belgien, Tschechien, Frankreich, Italien, Polen und Portugal solche Programme eingerichtet, und nach meinen Informationen bereiten unter anderem Griechenland, Slowakei, Schweden und die Schweiz, und das alles nur Länder in Europa, weltweit noch viel mehr Länder, solche Programme vor. Also wir sind hier tatsächlich im Niemandsland, fallen dort zunehmend zurück, was eben dazu führt, dass zunehmend auch Paare, jedenfalls die, die es sich leisten können, etwa nach Spanien gehen und dort die Überkreuzspende durchführen lassen. Darüber hinaus Organhandel. Ich kenne keinen Hinweis und keinen einzigen Fall in diesen Ländern, wo es zu Organhandel gekommen ist. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Sie können Organhandel institutionell vollständig komplett ausschließen, indem sie nämlich, wie das in praktisch all diesen Ländern passiert, die Empfänger, Spenderpaare anonymisieren. Sie wissen nicht, welches das andere Paar ist, mit dem sie diesen Überkreuztausch durchführen. Und damit können sie das komplett ausführen. Einige Länder erlauben nach dem Überkreuztausch, wenn alle vier beteiligten Personen einverstanden sind, die Anonymität aufzulösen. Andere Länder erlauben das nicht. Aber institutionell kann man das vollständig ausschließen. Ein Punkt noch, wenn Sie mir erlauben. Es hat sich mir nie genau erschlossen, warum dieser Punkt genau beim Überkreuztausch immer gefragt wird. Denn bei Überkreuztausch ist überhaupt gar kein Grund ersichtlich, warum es überhaupt Organhandel geben sollte, weil Sie ja, ich bin Ökonom, erlauben Sie mir den ökonomischen Jargon, weil ja das Saldo ausgeglichen ist. Ja, Spender, Empfänger, Paare bekommen ja jeweils ein Organ, sodass es von vornherein, selbst wenn es nicht diese Anonymisierung über die institutionalisierten Algorithmen gäbe, von vornherein gar keinen Grund gäbe, hier besorgt zu sein über Organhandel. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder Frau Helling-Blahr. Ja, und auch wieder an Herrn Professor Ockenfels. Inwieweit ist die Subsidiarität der Lebensspende gegenüber der postmortalen Spende aus Ihrer Sicht ethisch zu rechtfertigen? Herr Professor Dr. Ockenfels. Ja, vielen Dank. Ja, die Subsidiarität ist auf den ersten Blick plausibel, wenn man sozusagen ein Organ eines Leichenspenders hat und ein Lebensspender hat. Scheint das plausibel zu sein. Allerdings ist es natürlich so, dass die Lebensspende einen besseren Therapieerfolg verspricht, sodass man natürlich mit diesem Subsidiaritätsprinzip, soweit es überhaupt relevant wird, dem Patienten eine schlechtere Therapie aufzwingt. Und ich denke, darüber sollte, also dieser Aspekt sollte auch eine Rolle spielen. Wichtiger ist aber vielleicht, dass es tatsächlich in der Praxis überhaupt keine Rolle spielt, das Subsidiaritätsprinzip, weil sagen wir, haben 8.000 Menschen auf der Warteliste für eine Niere, und jetzt kommen Sie mit einem Lebensspender zum Arzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann sozusagen in dem Augenblick eine postmortale Spende zur Verfügung steht, ist praktisch null. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, dann könnten Sie es leicht umgehen, wie jeder weiß, der in diesem Gebiet zu Hause ist. Also
praktisch spielt das gar keine Rolle. Es sei denn, man ist der Meinung, und diese Sorge wird manchmal Ausdruck verleiht, es sei denn, man ist der Meinung, dass wenn man die Lebensspende nicht mehr nachrangig behandelt, dass man dann sich weniger bemüht um postmortale Spenden. Das scheint mir aber nicht plausibel zu sein. Nochmal, wir haben 8.000 Menschen auf der Warteliste, schwerkranke Menschen auf der Warteliste. Jetzt nehmen Sie an, wir erlauben mehr Lebensspenden. Jetzt haben wir nur noch in Anführungsstrichen 6.000 Menschen auf der Warteliste. Warum sollte man sich jetzt weniger um postmortale Spenden kümmern? Das scheint mir nicht plausibel zu sein. Einige sind auch besorgt, dass dann weniger Menschen bereit sind, postmortal zu spenden. Nach allem, was wir wissen, auch aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht, ist das Gegenteil der Fall. Wenn Sie mehr Lebensspenden haben, wenn Sie mehr Diskussionen haben darüber, wenn sozusagen mehr eine Kultur entsteht des Spendens, dann werden Sie auch mehr postmortale Spenden bekommen, wenn Sie Lebensspenden zulassen. Insofern sehe ich keinen Grund, das Subsidiaritätsprinzip weiter aufrechtzuerhalten. Vielen Dank. Frau Helling-Plahr. Jawohl, nochmal, Professor Ockenfels, gegen die nicht gerichtete, unentgeltliche und anonyme Lebensspende wird immer wieder angeführt, dass dazu sowieso kaum jemand bereit sei. Wie ist Ihre Meinung dazu? Herr Professor Dr. Ockenfels, und wenn Sie noch mal eine Frage von der Frau Helling-Plahr bekommen, dann kriegen Sie auch automatisch das Wort von der Frau Helling-Plahr. Wunderbar, vielen Dank. Ja, diese Sorge hört man häufiger. Und es ist in der Tat so, in den Ländern, wo man, in denen man die Gesetze geändert hat und die nicht gerichtete anonyme Lebensspende erlaubt hat, hat man zunächst sehr wenig Lebensspenden nur beobachtet. Das ist noch kein Grund, sie zu verbieten, so denke ich. Aber was vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass in fast all diesen Ländern über die Zeit die Anzahl der Lebensspenden sehr stark gestiegen ist. Nicht? Und auch das hat damit zu tun, weil dann in den Medien, in der Berichterstattung über Vor- und Nachteile, über Einzelfälle berichtet worden ist. Und die Erfahrungen sind eben so gut in den Ländern, dass sich mehr und mehr Menschen tatsächlich entschlossen haben, hier nicht gerichtet anonym zu spenden. Ein zweiter Punkt ist, dass in vielen Ländern, etwa in Großbritannien, wo wir im Durchschnitt, glaube ich, im langjährigen Durchschnitt etwa 100 Lebensspender, anonyme Lebensspender haben, was eine große Zahl ist, finde ich, fast alle diese Lebensspenden initiieren Spendenketten. Das heißt, diese anonyme Lebensspende geht an ein Spender-Empfängerpaar, was sich zum Beispiel für eine Überkreuzspende hat registrieren lassen. Dann bekommt der Empfänger in diesem Paar diese anonyme Lebensspende und der Spender in diesem Paar kann jetzt sein Organ einem anderen Empfänger-Spender-Paar weitergeben, sodass diese Ketten entstehen, die typischerweise 2 bis 3 Transplantationen erlauben, aber wir haben auch schon solche Ketten mit bis zu 30 Transplantationen erlebt, sodass das Argument, da sind sowieso nur wenige anonyme Spender, so sicherlich nicht mehr gilt. Vielen Dank. Frau Helling-Plahr. Eine Frage an die Deutsche Transplantationsgesellschaft. Welche Chancen sehen Sie in einer Ausweitung der Lebensspendemöglichkeiten? Herr Professor Dr. Banners, Sie haben das Wort. Bernhard Banners, Deutsche Transplantationsgesellschaft. Na, Sie müssen überlegen, wir haben momentan 8.000 Leute auf der Warteliste zur Nierentransplantation aktiv gemeldet von über 90.000 Patienten an der Dialyse. Wenn wir allein die Patienten dazu nehmen, die in Vorbereitung oder momentan nicht aktiv gemeldet sind, dann wären das schon 15.000 Patienten. Wenn wir so viel transplantieren wollten, wie in anderen Ländern Standard ist, wo dann im Endeffekt mehr Patienten mit einer Transplantatniere leben, als an der Dialyse sind. Das ist was wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen können. Dann müssten wir ernsthaft und seriös über alle Möglichkeiten der Organspendeerweiterung nachdenken. Und das können wir postmortal machen und das können wir in der Lebensspende machen. Und es ist ein sinnvoller Bauteil über Kreuzspenden, altruistische Spenden, als Erweiterung des Lebensspenderpools seriös in Betracht zu ziehen. Vielen Dank. Frau Helling-Plahr, haben Sie noch eine kurze Frage? Ich versuche mal, ob die DSO mir auch was sagt, wie sie zur Ausweitung der Lebensspende steht, ganz schnell. Die DSO ist ja zuständig für die postmortale Organspende. Ich kann halt nur aus Erfahrung aus anderen Ländern berichten. Die Überkreuzspende, wenn jedes einzelne Paar eine enge persönliche Beziehung zueinander hat, ist für mich ein nachvollziehbares Modell. Woran man allerdings denken muss, ist,
dass bei Patienten, die sonst medizinisch nicht in Frage gekommen sind und das vielleicht auch als Grund genommen haben, nicht Lebensspender zu sein, der psychologische Druck auf eine Spende zunehmen könnte. Das sind aber Einzelfälle, müsste man genauer untersuchen. Aber grundsätzlich als Begleitung für die postmortale Organspende, um den Spendermangel zu reduzieren bei adäquater Aufklärung, ist sicherlich die Lebensspende eine Ergänzung zur postmortalen Organspende. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die Fraktion Die Linke. Und das Wort hat Harald Weinberg. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an die Stiftung Patientenschutz. Und zwar die zurückliegenden Organspendenskandale haben zumindest zwischenzeitlich zu einem erheblichen Vertrauensverlust in der Bevölkerung geführt. Welche Forderungen haben Sie über die organisatorischen Ansatzpunkte des Gesetzesentwurfs hinaus, um mehr Transparenz und öffentliche Kontrolle herzustellen? Frau Eberle. Eberle, Deutsche Stiftung Patientenschutz. Das Transplantationsgesetz hat die Gesamtverantwortung für das Transplantationssystem in die Hände der Selbstverwaltung gelegt. Seit langem kritisieren wir, dass diese Konstruktion Probleme aufweist. Der vorliegende Gesetzentwurf ändert hieran gar nichts. Daher regen wir an, einen umfassenden Umbau des Transplantationssystems in die Wege zu leiten. Und das könnte möglicherweise durch eine Expertenkommission geschehen, die damit beauftragt wird, Vorschläge zu erarbeiten, um eine umfassende Reform anzugehen. Diese Reform müsste aus unserer Sicht folgende Punkte haben. Zum Beispiel dürfen die Kriterien zur Verteilung von Lebenschancen nicht in Gänze an privatrechtliche Akteure delegiert und allein mit dem Verweis auf den Stand der medizinischen Wissenschaft beantwortet werden. Die wesentlichen Verteilungskriterien, nämlich Erfolgsaussicht und Dringlichkeit, müssen gesetzlich konkreter gefasst und damit demokratisch legitimiert werden. Zweitens, Patienten brauchen mehr Transparenz und Rechtssicherheit. Auch für Patienten im Transplantationssystem muss nämlich effektiver Rechtsschutz gewährleistet sein. So wissen diese oft nicht, ob sie sich an Zivil-, Sozial- oder Verwaltungsgerichte wenden müssen, wenn es um Streitigkeiten rund um die Transplantationsmedizin geht. Vielleicht braucht es hier auch eine staatliche Institution, die mit der notwendigen Sachkenntnis Wartelistenentscheidungen schnell juristisch überprüfen kann. Schließlich brauchen wir auch ein Höchstmaß an Transparenz und Kontrolle, um Vertrauen zu gewinnen. Die Transplantationsskandale liegen ein bisschen zurück, haben aber viel Vertrauen verspielt und das konnte bisher nicht zurückgewonnen werden. Die etablierten Kontrollmechanismen der Überwachungs- und Prüfkommission haben sich letztlich nicht so weit bewährt, als dass das Vertrauen der Bevölkerung gewachsen ist. Daher muss die Kontrolle des Transplantationssystems mindestens in staatliche Hände gelegt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Harald Weinberg. Ja, vielen Dank. Auch noch mal eine Frage an die Stiftung Patientenschutz. Und zwar, wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon mal am Wickel, aber jetzt noch mal aus Ihrer Sicht. Viele Menschen fragen sich, ob die Behandlung bis zuletzt zum eigenen Nutzen durchgeführt wird, wenn sie einer Organspende zugestimmt haben. Nun ist im Gesetz geregelt, dass schon vor der Hirntodfeststellung, genauer natürlich halt eben des Versagens des Hirns, ohne Zustimmung der Angehörigen oder Bevollmächtigten die Transplantationsbeauftragten hinzugezogen werden können. Wie bewerten Sie diese Regelung? Frau Eberle. Eberle, Deutsche Stiftung Patientenschutz. Ja, wir hatten das heute schon am Rande. Auch wir sind der Meinung, dass die Transplantationsbeauftragten, deren Rolle in den Entnahmekrankenhäusern gestärkt werden muss. Trotzdem eine Anmerkung unsererseits. Es ist nämlich wichtig, in diesem doch sehr sensiblen Prozess alle Patientenrechte zu wahren. Während der behandelnde Arzt auf der Intensivstation ganz klar im Interesse des Patienten, seines Patienten auf der Intensivstation handelt, ist der Transplantationsbeauftragte in seiner Rolle streng genommen im Interesse des Wartelistenpatienten tätig. Laut Gesetzentwurf sollen die Entnahmekrankenhäuser sicherstellen, dass der Transplantationsbeauftragte möglichst frühzeitig hinzugezogen wird. Und das Hinzuziehen beinhaltet einmal das Zugangsrecht auf die Intensivstation und dann laut der Gesetzesbegründung auch die Zurverfügungstellung aller notwendigen Informationen. Aus unserer Sicht ist also rechtlich fraglich, ob der Transplantationsbeauftragte tatsächlich vor Feststellung des irreversiblen Ausfalls aller Hirnfunktionen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters hinzugezogen werden darf.
Denn solange der Ausfall nicht festgestellt ist, muss der Intensivpatient als lebend gelten mit vollen Patientenrechten. Laut Gesetzesbegründung sind daher auch die nächsten Angehörigen frühzeitig einzubeziehen. Hier soll aber, ich zitiere, geprüft werden, zu welchem Zeitpunkt die nächsten Angehörigen oder gesetzlichen Vertreter von dem behandelnden Arzt über die Hinzuziehung des Transplantationsbeauftragten zu informieren sind. Diese Formulierung wird aus unserer Sicht der Entscheidungsbefugnis des gesetzlichen Vertreters nicht gerecht. Denn zu Lebzeiten des Patienten ist er über alle Behandlungsfragen aufzuklären und entscheidet er. Auch wäre es wahrscheinlich nicht klug, in dieser sensiblen Phase die Angehörigen bzw. gesetzlichen Vertreter zu übergehen. Menschen, die sich in dieser Phase übergangen oder für vollendete Tatsachen gestellt sehen, werden später wahrscheinlich wenig bereit sein, einer Organspende zuzustimmen. Aus unserer Sicht kann dieses Problem nur mit offener Kommunikation geklärt werden. Auch wenn diese Aufgabe nicht leicht ist, werden wir nicht drum herum kommen, dass die Ärzte ganz früh die Angehörigen bzw. gesetzlichen Vertreter mit einbinden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Weinberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Noch eine Frage an den Verein Junger Helden. Wir haben das ja schon auch gehört. Sie mahnen in Ihrer Stellungnahme in Bezug auf die Crossover-Lebensspende eine Gesetzesänderung an. Können Sie das bitte kurz erläutern? Frau Summ, Sie haben das Wort. Dankeschön. Also wir schließen uns da quasi den wissenschaftlichen Erläuterungen eigentlich an, die wir jetzt auch heute schon gehört haben. Wir glauben einfach, dass das eine Möglichkeit ist, die wartenden Patienten quasi, die Zahl dieser wartenden Patienten zu reduzieren, und halten das für eine gute Möglichkeit, da weiter quasi für Erleichterungen zu sorgen und natürlich immer unter ganz guten Gesetzen, die dafür sorgen, dass es eben kein Organhandel, wobei man das ja auch wirklich tatsächlich verhindern kann durch bestimmte Regelungen, und dass das einfach angeführt wird und anonymisiert wird. Und deswegen denken wir, wenn diese Lebensspenden gelingen können durch diese Crossover oder auch quasi durch einen bestimmten Pool und es sozusagen multilateral zu machen, dann sollte man die Möglichkeit nutzen, damit weniger Menschen auf den Wartelisten versterben. Vielen Dank, Herr Weinberg. Noch eine Frage an die Stiftung Patientenschutz, Frau Eberle. Sie mahnen als wichtige Säule der Angehörigenbetreuung eine bessere Trauerbegleitung an. Welche Vorstellung haben Sie da und was sollte am Gesetzesentwurf diesbezüglich verbessert werden? Frau Eberle. Eberle, Deutsche Stiftung Patientenschutz. Ja, wir begrüßen die Maßnahmen der Angehörigenbetreuung, die im Gesetzentwurf vorgesehen sind. Dazu eben auch eine Ergänzung. Aber es kommt im Organspendeprozess immer mal wieder vor, dass Angehörige oder gesetzliche Vertreter mit der Organentnahme im Nachhinein nicht zurechtkommen. Diese gesamte Situation um so eine Entscheidung ist für alle sehr belastend. Da gibt es ein Familienmitglied, was auf der Intensivstation liegt mit einem schwersten Hirnschaden. Da ist die Verzweiflung der Angehörigen, dass dem nicht geholfen werden kann. Da ist die Verantwortung, den mutmaßlichen Willen des Angehörigen festzustellen, so das geht, oder gar eine eigene Entscheidung über diese Organentnahme zu treffen. Und das heißt, es wird immer wieder Menschen geben, die sich im Nachhinein zweifeln, ob das eine richtige oder gute Entscheidung war, die sie da treffen mussten. Oft beginnen Zweifel schon im Krankenhaus. Dort wird am wenigsten Zeit sein für lange ausufernde Trauergespräche. Deswegen würden wir uns wünschen, dass im Gesetzentwurf auch aufgenommen wird, dass eine Trauerbegleitung für Angehörige und auch für gesetzliche Vertreter stattfinden soll. Danke. Vielen Dank. Ich denke, die 14 Sekunden schenkt uns die Fraktion Die Linke. Gut. Und ich darf jetzt das Wort geben an Frau Dr. Kappert-Gonter, die für die Bündnis 90 Grünen fragt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht sowohl an den GKV-Spitzenverband als auch an Herrn Dr. Loskamp von der PKV. Wir haben es ja gerade schon gehört, dass im Gesetzesentwurf vorgesehen ist, dass der Neurologische Konsiliardienst und auch andere
Unterstützung, finanzielle Unterstützung der Entnahmekliniken eingerichtet werden soll. Und diese Maßnahme bisher, so sieht es der Gesetzesentwurf vor, durch die GKV zu finanzieren ist, also verpflichtend zu finanzieren ist, und der Beitrag der PKV bisher freiwillig bleibt. Nun haben Sie dazu schon mehrere Ausführungen gemacht. Ich bitte Herrn Dr. Leber vom GKV-Spitzenverband noch einmal zu spezifizieren, wie Sie das bewerten mit der Freiwilligkeit, und dann Herrn Dr. Loskamp, was Sie davon halten, wenn man das verpflichtend festschreiben würde, dass Sie sich auch beteiligen müssen. Vielen Dank, Herr Dr. Leber. Leber, GKV-Spitzenverband. Ich habe versucht darzustellen, dass es immer dann eine Schwierigkeit gibt, wenn man eine Art Fondsfinanzierung vorsieht, wo über die Spitzenverbände eine Direktfinanzierung verbunden ist. Die Probleme lösen sich, wenn ich zu leistungsbezogenen Entgelten übergehe. Solche leistungsbezogenen Entgelte haben wir bei der DSO. Dann folgt letztlich eine Finanzierung über diejenigen, die davon profitieren. Insofern sollte man nicht GKV und PKV schreiben, sondern einfach reinschreiben, dass die Finanzierung über leistungsbezogene Entgelte zu erfolgen hat. Vielen Dank, Herr Dr. Loskamp. Loskamp, PKV-Verband. Ja, ich kann mich dem Vorschlag von Herrn Leber anschließen. Wir als PKV begrüßen, wenn es eine leistungsbezogene Finanzierung gibt, die eben über die beschriebenen Mechanismen funktioniert. Bezüglich der Verpflichtung möchte ich noch ein Wort sagen. Wir sind als PKV-Verband nicht gleichberechtigter Vertragspartner in diesem gesamten Geschehen. Das ist im TPG so nicht festgelegt. Wir sind an verschiedenen Stellen im Einvernehmen einbezogen. Wir sind auch nicht an allen Stellen, auch nach diesem Gesetzesvorhaben, nicht gleichberechtigt einbezogen, wenn es zum Beispiel um die Weitergabe der Daten geht, die jetzt generiert werden. Insofern, also wenn man hier schon sagt, die PKV soll verpflichtet werden, dann darf ich auch nochmal auf unsere Forderung hinweisen, dass wir auch an anderen Stellen gleichberechtigt behandelt werden möchten. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Dr. Kappert-Konter. Vielen Dank für die Antworten. Meine nächste Frage geht an Herrn Dr. Rammel von der DSO. Sind Sie der Ansicht, dass das Thema Organspende in der derzeitigen Aus- und Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte sowie der Pflegekräfte ausreichend Berücksichtigung findet? Und falls nicht, was würden Sie sich diesbezüglich wünschen? Herr Dr. Rammel. Axel Rammel von der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Ja, herzlichen Dank für diese Frage, die einen ganz wichtigen Punkt anspricht. Das beginnt ja schon bei der Ausbildung von Medizinstudenten, setzt sich dann über die Ärzte und die Facharztausbildung fort, wenn wir die ärztliche Schiene betrachten, aber mindestens genauso wichtig die Schiene des Pflegepersonals, die, in der das verankert werden sollte. Unsere Meinung ist, dass das im Einzelfall passiert, flächendeckend allerdings in dem Umfang, den wir uns wünschen würden, dieser Aspekt nicht adressiert wird. Wie Sie vielleicht wissen, arbeiten wir ja zusammen mit anderen Partnern an einem Initiativplan, und genau diese Frage der Schulung ist dort ein wesentliches Element. Wenn das gesetzlich noch unterstützt werden würde oder durch andere Initiativen, dass die komplexe Frage der Organspende, die ja geradezu brennglasartig viele unterschiedliche Aspekte, medizinische, ethische, zusammenführt, dann ist das sicherlich zu unterstützen. Vielen Dank, Frau Dr. Kappert-Gonter. Vielen Dank für die Antwort. Meine nächste Frage richtet sich sowohl an die BDO, Herrn Tapp, als auch an den Verein Lebertransplantierte Deutschland, Herrn Trove. Wir haben eben auch schon darüber gesprochen. Die FDP schlägt in ihrem Antrag vor, den prinzipiellen Vorrang der postmortalen Organspende gegenüber Lebensspenden abzuschaffen. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag? Vielen Dank, Herr Tapp. Ja, vielen Dank. Burkhard Tapp vom Bundesverband der Organtransplantierten. Im BDO sind auch Lebensspender organisiert. Wir haben unter anderem einen eigenen Fachbereich, und für die Stellungnahme haben wir die Expertise der Betroffenen eingeholt extra. Und einstimmig wurde dort die Aufhebung der Vorrangigkeit der postmortalen Organspende abgelehnt. Abgelehnt aus dem hauptsächlichen Grund, weil es einen Eingriff in einen gesunden Körper darstellt, mit zum Teil erheblichen Nebenwirkungen. Wir haben gestern das Urteil des BGH vernommen, wo zwei Nierenlebensspender geklagt haben über mehrere Jahre, bis sie Recht bekommen haben.
die unter dem chronischen Müdigkeitssyndrom leiden. Wir haben im Verband auch Patienten, die davon betroffen sind. Im Bereich der Leberlebenspende gab es sogar Todesfälle, auch in Deutschland, bei den Spendern. Von daher ist das ein sehr schwieriges Thema und muss ausgesucht und extrem gut aufgeklärt, vorbereitet und durchgeführt werden. Für uns ist eigentlich die postmortale Organspende der Normalfall und sollte das auch sein. Nichtsdestotrotz ist es möglich, aus unserer Sicht in der Überkreuzspende da rechtliche Sicherheit zu schaffen. Was ich schwierig finde, ist, wenn diese Vorrangigkeit oder Vorrangigkeit der postmortalen Organspende aufgehoben wird, und ich denke an die Lebensspende im Lungentransplantationsbereich, wo gleich zwei Spender betroffen sind, nämlich zwei Elternteile. Zumindest ist das die Praxis in Deutschland. Und angenommen, da geht was schief, es wäre eine Katastrophe für die ganze Familie. Vielen Dank. Herr Trove. Eckner Trove, Lebertransplantierte Deutschland. Ja, auch unser Verband bevorzugt die postmortale Organspende gegenüber der Lebensspende. Ich kann jetzt auch nur für die Leber sprechen, aber man muss wissen, dass also eine Leberlebensspende immer ein ganz massiver Eingriff in den gesunden Körper des Spenders ist. Durchaus auch mit medizinischen Konsequenzen. Wir haben auch eine ganze Reihe von Lebensspendern in unserem Patientenkreis. Und ich kenne einige, die tatsächlich doch über Jahre noch mit den Folgen dieser Lebensspende zu kämpfen haben. Also insofern würden wir das Subsidiaritätsprinzip hier auf jeden Fall beibehalten wollen. Und eine Crossover-Leber-Lebensspende können wir uns als Verband der Lebertransplantierten gar nicht vorstellen. Vielen Dank, Frau Dr. Kappert-Konter. Vielen Dank für die Antworten. Meine nächste Frage geht an Frau Eberle von der Stiftung Patientenschutz. Sie haben ja gerade schon erläutert, dass Sie das Vertrauen der Bevölkerung in die Organspende auch dadurch stärken möchten, dass das derzeitige Transplantationssystem stärker demokratisch legitimiert wird, und haben in dem Zusammenhang eben von einer Übertragung der Aufsicht an eine staatliche Stelle gesprochen. Haben Sie da Vorstellung, welche Stelle das sein könnte? Frau Eberle. Eberle, Deutsche Stiftung Patientenschutz. Ich denke, wir haben da keine konkreten Vorstellungen. Das kann ein Bundesamt sein, das kann etwas sein, was es schon gibt, das kann auch etwas sein, was man neu schafft. Hauptsache ist ja, dass im Prinzip der Staat die Verantwortung insofern übernimmt, als dass er ein kleines Stück von der Selbstverwaltung wegnimmt, weil die Selbstverwaltung schafft die Richtlinien zur Organtransplantation. Die Selbstverwaltung transplantiert auch, also bestimmt den ganzen Prozess. Und ich finde, es ist ein bisschen viel verlangt in so einem System, dass man sich dann auch noch selbst kontrolliert. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke, wir sind eine Frage. Ja, eine kriege ich ganz schnell. Gut. Die Frage geht an Frau Höllstädter vom VUD. Sie haben in Ihrer Stellungnahme die geplante Änderung zur Angehörigenbetreuung kritisiert. Können Sie uns Ihre Bedenken kurz erläutern? Das muss aber ganz kurz sein, Frau Höllstädter. Wir sind Höllstädter VUD, wir sind eher dafür, dass Sie aggregiert veröffentlicht werden und darüber aggregiert informiert wird, einfach um das Vorgehen zu sichern, dass tatsächlich durch mehrere Schreiben und mehrere Informationen das Anonymitätsrecht im TPG weiterhin gewahrt ist und dass die Transplantationszentrumsmitarbeiter das nicht ständig überprüfen bzw. müssen. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich einerseits bei denen, die also konstruktiv die Fragen gestellt haben, aber ganz besonders bei den Sachverständigen, die sehr kompetent, sensibel diese Fragen beantwortet haben. Und ich
danke dafür, dass also einerseits Anträge oder Gesetzesentwürfe bestätigt worden sind oder dass Anregungen gegeben worden sind, dass wir Politiker in den nächsten Wochen noch was zu tun haben. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass ein guter Gesetzentwurf in den Bundestag kommen wird, und bedanke mich und wünsche allen noch einen angenehmen Nachmittag.